Zum Start der Vorbereitung galt Alexander Dragovic als klarer Wechselkandidat. Doch der Innenverteidiger überzeugt Geschäftsführer Rudi Völler und Heiko Herrlich mit seinen Leistungen. Der Trainer möchte den österreichischen Nationalspieler behalten, weiß aber, dass dies nicht nur von sportlichen Aspekten abhängt. Er ist einer von 5 Innenverteidigern im Leverkusener Kader. Und auch wenn es beide Seiten nie öffentlich erklärten, war Alexander Dragovic ein Kandidat für einen Wechsel. Jonathan Tah und Sven Bender gelten als die fixe Erstbesetzung im Abwehrzentrum. Dazu kamen mit Panayotis Ritsos, Tim Jedwai und eben Dragovic 3 Alternativen. Was für den Österreicher keine guten Einsatzperspektiven versprach, obwohl die Werkself in 3 Wettbewerben 9 englischen Wochen in der Hinrunde vor der Brust hat. Doch die Perspektiven von Dragovic, der 2 ihm nicht zufriedenstellende Spielzeiten mit zu wenig Einsätzen hinter sich hat, haben sich verändert. Zum einen, weil Ritsos mit einem Sehnenteilriss im Oberschenkel 6 Wochen ausfällt. Zum anderen, weil Dragovic selbst sich deutlich verbessert gegenüber seiner ersten Saison in Leverkusen präsentiert. So lobt Völler den Abwehrspieler, der nach einer einjährigen Leihe zu Leicester City nach Leverkusen zurückgekehrt ist. Bei Drago ist es im ersten Jahr nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Das lag aber auch an der Gesamtsituation. Da ist es für die ganze Mannschaft schlecht gelaufen. Bis jetzt hat er sich sehr, sehr gut gemacht, erklärt der Geschäftsführer Sport. Und Völler betont auch, dass ein Verkauf des Österreichers kaum noch in Frage kommt. Wenn kein verrücktes Angebot kommt, ist es eigentlich ausgeschlossen, dass wir ihn noch abgeben, sagt der Geschäftsführer. Das war vor der Verletzung von Ritsos sicher anders. Hinzu kommt, dass es Drago gut macht. Er macht einen besseren Eindruck als vor 2 Jahren, als wir ihn verpflichtet haben. Aus rein sportlicher Sicht möchte Heiko Herrlich ohnehin von einem Abgang des Österreichers nichts wissen. Drago macht einen guten Eindruck. Ich kann mir vorstellen, dass er eine sehr wichtige Rolle einnimmt dieses Jahr, sagt der Trainer, der den Rückkehrer lobt. Wenn ich meine Videoanalyse mache, gab es bei ihm bisher eigentlich nichts zu bemängeln. Es waren sehr viele positive Szenen, sehr viele gute Spieleröffnungen, gute Abwehraktionen, viele Zweikämpfe, die er gewonnen hat, urteilt Herrlich und betont, natürlich möchte ich die Spieler, mit denen ich arbeite, alle behalten. Doch er fügt auch an, aber die wirtschaftlichen Dinge kann ich nicht entscheiden. Die muss der Verein entscheiden. Am Ende ist mein Wunsch, dass er bei uns bleibt.